Das Gerät ist freigegeben für Philipp Herder. Er trainiert ja in Berlin am Olympiastützpunkt. Sein Trainer Robert Hirsch heute hier natürlich auch mit vor Ort. Felge mit halber Drehung, Felge, Riesenfelge. Und jetzt kommt der Gerätschalter auf die Oberarme. Sehr schön getont. Jetzt Achtung. Sehr schönes Element, Bafsa. Tippelt. Heli. Stützkehre. Und Doppelsalto rückwärts gebückt zum Abgang. Tolle Übung von Philipp Herder. Im Hintergrund zu sehen die Wertung für Nick Lessing, 12,55 Punkte. Philipp Herder beginnt seine Übung mit dem Akelov und der Katschew gestreckt, Katschew gegrätscht und der Motznek noch drauf. Auch er mit dem Sulimin. Die Steilergrätsche. Und auch er mit einem sehr schönen Abgang zu Doppelzuckerhaare gestreckt. Kleiner Hüpfer. Tolle Reckübung von Philipp Herder. Aber nun Philipp Herder für Deutschland. Auch er mit dem Doppelsalto vorwärts gebückt. Zweieinhalb Schraube rückwärts, direkter Strecksalto. Das hat er noch super gerettet. Anderthalb Schraube rückwärts, Doppelschraube vorwärts. Hat er sich ganz, ganz clever verhalten bei der Landung. Wandert Flickflack, Doppelschraube rückwärts. Und auch er mit der Dreifachschraube zum Abgang. Und nun der letzte Toner, Philipp Herder. Schere zum Handstand. Auch er standardmäßig mit dem Vorwärtswandern, Rückwärtswandern. Und der Handstandabgang mit Drehung.
Er mit zweimal zum Kreuzhang zu Beginn seiner Übung. Jonasson, Yamabaki, ja, ja, sage ich jetzt mal, eine Standardverbindung an den Ring. Stämme in die gegritschte Schützwaage, Riesenfelge rückwärts. Riesenfelge vorwärts. Doppelzucker herangehockt als Abgang von Philipp Herder. Schöne Ringeübung. Nun ist das Gerät freigegeben. Philipp Herder. Auch er mit dem Überschlag Doppelsalto. Von ihm auch heute ein toller Mehrkampf.